Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blue Dragon. Wir machen weiter hier in diesem Bohrer drinne, wo wir letzten Folge quasi hingekommen sind. Entschuldigung, ich muss es mir gerade mal ein bisschen bequem machen hier. So, okay. Dann wollen wir mal gucken, wo es hier überhaupt lang geht. Was gibt es hier noch? Hier gibt es eine Tür. Da gibt es eine Tür. Wo geht's hier hin? Ist versperrt. Dann bleibt im Grunde eigentlich nur noch ein Weg. Ja, in Etage 2 gehen. Etage 2a. Dün. 2e, Entschuldigung. 2e. Ist egal. Hier. Ich sehe nichts. Alles dunkel. So. Ich weiß immer noch nicht, wie das hier funktioniert. Mach mal auf. Was ist drinne? Ein Mega-Medikament. Ein Mega-Medikament. Und dir? Was ist hier drinne? Zwei Medaillen hab ich erhalten. Okay. Zwei Medaillen. Ach, Mensch. So. Gehen wir hier weiter. Weil hier gibt's ein. Hier gibt es einen Gang, in den ich nicht reinkomme. Und hier geht's dann weiter. Und hier gibt's eine Truhe. Mach mal auf. Drei Medaillen, das ist doch super. Nächste Etage. Etage. Geht's weiter? Hier geht's weiter. So. Das will ich doch gar nicht. So. Ah. Sani-Roboter. Was zum Geier? Wasserdicht. Okay. Element erhöhen. Zauber. Es ist mir egal, ob du wasserdicht bist. Dann beschieße ich dich halt mit Feuer. Niederman. Giro macht. Feuer. Ich versuche. Was ist der mehrere? Cool. Ach, scheiße, nicht getroffen. Nicht da reingetroffen, das Ding. Oh ja, geil. So, jetzt. Wasser. Du, dann komm mal her, du Zauber. Fauler Zauber. Lähmen. Was? Er ist gelähmt? Dann hau doch einmal drauf, dann ist es erledigt. Ja, neuer Rang. Sehr schön. Giro hat keine TP mehr. Oder, nee, MP. Da müssen wir jetzt gleich mal ändern, ne? TP, MP. Schattenkristall halt MP. So, machen wir so. So, weiter geht's.
So, das. So bleibt das Commentary jetzt so. Immer dieses. So. Okay, lassen wir das. Lassen wir das. Ich glaube, das ist nicht so angebracht. Wasser. Ach, nicht ganz. Shit. Niedermähen. Auf Nummer sicher zu gehen. Man muss ja schon mal sprechen. Jetzt auf jeden Fall erledigt sind, aber leider sind sie nicht erledigt. Weil er in der Mitte wieder mal eine Ausnahme machen musste, der kleine Giftzwerg. Ich habe übrigens ein Glas Cola hier. Nebenbei. Ah, die Magiepunkte gehen mir schon wieder aus. So. Schwert des Wassers. Bam. Yeah. Halt viel zu wenig. Das ist nicht gut. Nicht gut. Ich brauche zu viele Magiepunkte. Das ist gar nicht gut. Hier rein. Geh hier rein. 2B. Gehen wir in 2B. Egal. Ich bin verwirrt. So. Ich bin ein wenig verwirrt. Da ist ein Sunny-Roboter. Ein Sunny-Pudding. Ach ne, warte mal, das war ja. Sunny-Pudding war ja Final Fantasy. Schatz, mein Schatz. Ihr wollt meinen Schatz rauben. Ja, deinen Schatz möchte ich schon gerne haben. Illegale Änderung. Oh. Okay. Das könnte ein bisschen wehtun, vielleicht. Bam, 61. Wasserleck hat Kurzschluss verursacht. Ungeschleudert, alles wieder normal. Ich glaub's ja wohl. Ja, wir sind mit dem Kreis gelandet, mit dem Punkt gelandet. Zauber, Wasser, dasselbe mit... Dir auch nochmal. Austrocknung. Ja, und gleich hast du wieder Wasserleck, mein Freund. Und du machst wieder Wasser. Austrocknung. Hau drauf, wie nix. Wartung. Nicht genügend Einzelteile. Wartung nicht möglich. Ha 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 ha. Fauler Zauber. Austrocknung. Ach, du kannst wieder Wartung machen. Meine Freunde, das ist ja mal ganz Neues hier, mein Freund. Hier kriegst du noch ein bisschen Wasser ab. Naja. Greif mal dich mal mit Feuer an. Was jetzt? Bewegungswartung. Ey, du bist so ein kleiner Spaß, weißt du das? So ein kleiner
Knast. Körper ist überhitzt. Yeah, dann wollen wir dich mal eine Runde abkühlen. Drauf. Neue Fähigkeit. Weiße Magie. Wunderbärchen. So wollte ich das doch haben. Nimm das. Ihr habt gewonnen. Ihr habt gewonnen. Entschuldigt, dass ich mich eingemischt habe. Hier, nehmt diesen Schatz als Wiedergutmachung. Oder so ähnlich. Ist ein Roboter. Sprungschlüssel 23 Mal. Was ist das denn? Entschuldige. Nee, Entschuldigung. Ich bedauere das zutiefst. Lass mich euch von meinem Schatz erzählen. Um ein Sprunggerät zu aktivieren, verwende einen Sprungschlüssel. Einen der Sprungschlüssel. Ein Sprung in der Schüssel. Du kannst zu allen aktiven Sprunggeräten springen. Nachdem du den ersten Sprungschlüssel verwendet hast, ist die Option Springen im Hauptmenü verfügbar. Wenn du die Option Springen auswählst, werden alle verfügbaren Sprungziele angezeigt. Um zu einem ausgewählten Ziel zu springen, drücke die Taste OK. Das magische Magnetfeld kann das Springen verhindern. Ein magisches Magnetfeld kann das Springen verhindern. Mehr kann ich euch nicht erzählen. Ach, und übrigens. Ich habe außerdem die Tür zum Cockpit entsperrt. Tür zum Cockpit ist entsperrt. Vergebt mir. Tut mir schrecklich leid. Das ist das Sprunggerät. Deck den Sprungschlüssel hinein, um es zu aktivieren. Wie spricht man halt einen Roboter? Keine Ahnung. Ja, steck erstmal rein. Genau, sowas ähnliches war doch auch im Schafsvolk-Dorf. War doch auch sowas. Mach mal auf. Rubin. Rubinischara, ne, warte mal. 5 Medaillen. Wollt bereit. Ich habe hier alle Sprungschlüssel, die ich auf der Welt gesammelt habe. Es sollte ebenso viele Sprungschlüssel wie Sprunggeräte geben. 23, einschließlich diesem hier. Brett aktiviert. Ja, kann man dann hier, das kann ich euch nicht so wirklich erklären. Dann kann ich jetzt Bohrmaschine, Lager in der Wildnis. Ist das mal egal. So, jetzt müssen wir zurück, weil jetzt das Tor zum Cockpit aufgegangen ist. Deswegen müssen wir jetzt zurück in die Etage 3, die Ebene 3, wird gesagt. Lelle. Wer seid ihr denn? Lasst Maro in Ruhe. Maro? Das ist nicht Nenes Stimme. Ja, und Nene hat sich nie Maro genannt. Die Stimme der Lichtkugeln ist es auch nicht. Ui, wen haben wir denn da? Schon wieder du! Vielleicht gehörte die Stimme einem Kumpan von Nene. Das wäre praktisch. Vielleicht kann der uns dann sagen, wo wir Nene finden. Gehen wir! Dann gehen wir einfach mal.
Ach Mensch, was ist das denn hier wieder für eine, für ein Aufruhr? Guck mal, wir feuern uns einfach mal ein bisschen was ab hier. Bam. Oh ja. Bam, bam. Mir gehen langsam die Magiepunkte aus. Wasser. Sehr schön. Na doch, wirklich. Wir gehen dann in die Magiepunkte aus. Die sind nämlich nicht so schön. Waren die Roboter immer so schwach? Nein, wir sind kräftiger geworden. Ihr seid stärker geworden, nicht kräftiger. Ihr seid ja nicht, eure Muskeln sind ja nicht gewachsen. Haha, ja. Könnte sein. Nun denn, wer auch immer hinter dieser Stimme steckt, wir können ihn zu Nene befragen. Genau, tun wir das. Rein hier. Ui! Bossfight! Das ist hier schon der zweite Part mit einem Bossfight. Meine Fresse. Gegenstand. Information. Manomaru. Das heißt, das reine Herz, die reinen Herzen der DW lassen sie instinktiv spüren, wer Böses im Sinn hat. Das hilft mir auch für den Kampf nicht wirklich weiter. Einfach mal Feuer. Yeah. Wasser. Ja, Wasser wirkt nicht so gut, okay. Schuh, du haust mal nochmal zu. Musst Magie sparen. Oh, der Konter. Uff. Autsch. Wind noch, haben wir noch zum Ausprobieren. Naja, Feuer wirkt doch am allerbesten. Nur dieser faule Zauberer hier. Verbindung zu Nene. Doch ich glaube nicht, dass er unser Feind ist. Woher weißt du das? Er wollte nicht mit ihm in einen Topf geworfen werden. Er weiß von Nene. Hasst ihn aber auch. Das reicht. Gehen wir. Ja, besser ist es. Sonst kommen wir hier nicht voran. Gut, ich will doch meinen... Punkt ein bisschen heilen.
Schattenkristall, machen wir so. Das geht, glaube ich, nicht gerade nicht anders. Fähigkeiten. Brauchst du nicht. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, was. Gibt es irgendwas Wichtiges, was du unbedingt lernen solltest? Schwertmeister, nicht unbedingt. Ich weiß nicht, was man noch als Magier lernt. Beistandsmagie. Die könnte ich ihr noch geben, erstmal. Die Beistandsmagie. Irgendwas hatte ich gerade wieder. Es ist komisch hier. Also, du lernst mal noch den Beschützer. Und das nimmst du mal nieder mit und magisches Schwert. Das ist erstmal nur für kurz und nicht eben mal eben. Nicht für. Für auf Dauer. Und. Nur um gewisse Magien zu lernen. Die vielleicht hilfreicher wären. So. Ja, wir müssen voran. Dort lang. Hier lang ist er geflohen. Erst Stock fahren. Juhu! Juhu! Ja, sind wir wieder da, wo wir hin wollen. Okay, mach mal auf. Gespenstumwandler. Okay. Ein Lichtkristall. Die Dinger bräuchte ich, die Kristalle bräuchte ich auch mal. Schattenkristall, Lichtkristall etc. Was gibt's denn hier Schönes? Ach, da geht's sogar raus. Da muss ich sogar hin. Cool. Alte Krankenhausruine. Okay. Okay. Ja, jetzt Ruhe. Geschenkte Truhen nehme ich immer gerne an. Geistesschuh. Die Uhr 22. Ich hoffe, hier gibt es jetzt den nächsten Speicherpunkt, weil sonst sieht es ein bisschen blöd aus. Oh, Ruinen. Aber dass sie so tief unten sind? Sieht ganz anders aus als die Ruinen bei uns. Ja. Yeah. Also, wo ist er wohl hin? Ja, das frage ich mich auch. Das könnte ein bisschen längerfristiger dauern. Beweglichkeitsbalsam. Beweglichkeitsbalsam. Was gibt's hier? Lebenskraft-Elixier. Du hast den Lichtschalter gedrückt. Juhu, Lichtschalter. Ich habe Licht gemacht. Ich habe Feuer gemacht. Feuer gemacht. Ach nee, Licht habe ich gemacht. Licht habe ich gemacht, nicht Feuer gemacht. Ich muss mal näher ans Mikrofon ran, sonst hört man mich ja gar nicht. Ah, hier ist noch Ruhe. TP-Steigerungselixier. Ach, kann man alles durchsuchen. Ach, es ist doch. Boah, Alter, da kannst du so viel finden, ey. Mann. Das ist ja schon fast. Uah. So. Wertsachen. Ja. Kann man ja echt alles durchsuchen. Also Leute, das wird ja definitiv noch eine ganze Weile dauern. Bis wir hier fertig sind. Höh!
was erhöhen. Hilfe! Er hat uns verloren, er hat uns verloren. Ich glaube, ich bin gerade mehr so auf der Suche nach einem Speicherpunkt, als dass ich hier... Zack! Schwebealarm! Mal, ob die was drauf haben. Die Niedermähen. Fauler Zauber. Oh ne, warte mal. Besiegt. Wunderbar. Wunderbärchen. Neuer Rang. Sehr schön. Ich glaube, die Suche nach dem Speicherpunkt ist hier vergebens. Oh, was ist denn hier? Truhe! Ja, hier wollte ich eigentlich. Wenn man hier wirklich alles durchsuchen kann, Leute. Meine Fresse, dann wisst ihr ja, wie lange wir hier sitzen. Hier ist was. Auch wenn es sich vielleicht nur um Gold handelt, aber auch Gold kann im Sinne hilfreich sein. Hier ist schon wieder eine Truhe. Mach auf. Mega toll. Oh! Alle Feinde bekämpfen. Abfang Elektroschurke. Fauler Zauber. Wasser. Besiegt. Bist du blöd, du Sunny-Roboter? Eigentlich möchte ich gerne den Part so langsam beenden. Denn noch Zeit für eine weitere Folge habe ich definitiv nicht. Ja, Zauber. Ortsmagie. Oh! Oh! Das ist unschön. Dann heizen wir ein paar Punkte. Ja. Niedermähen. Zack! Zauber! Juhu, Bewegungswartung, das brauchst du eigentlich nicht, aber egal. Ach Quatsch. Mensch. Endlich, war weg. Ich brauche zu viel Magie. Erledigt. Es wird Zeit, dass wir einen In-Cut machen. Mensch. Ich glaube, ich habe... Ah, Schutz. Ja, schön. Barrieremagie und Beistandsmagie. Egal, erstmal. Das ist, glaube ich, erst einmal eher unrelevant. Denn ich würde sagen, ich will ja jetzt einen Cut machen, dann gehen wir nochmal zurück. Verlassen das Gebäude und gehen noch mal in den Bohrer rein. Denn ich weiß, irgendwo hier drinnen gab es einen Speicherpunkt. Und auf die Suche begebe ich mich jetzt mal, diesen zu finden. Und gefunden. Dann würde ich sagen, wir machen im nächsten Part genau hier weiter und dann sehen wir uns das nächste Mal. Und
Ja, speichern. Ciao.